Willkommen zurück zum Let's Play Still Life. Das letzte Mal haben wir einen Ring gefunden, der uns einen Raben weggeschnappt hat und zu seinem Herrchen gebracht hat, einem alten Kutscher. Und scheinbar haben wir auch einen weiteren Ort gefunden, wo. Wieso kommst du von Gus! dort? Ida? Was machst du denn hier? Ich hab was, was dich vielleicht interessiert. Wolltest du nicht zum Arzt gehen? Ida, tu das bitte nicht. Was denn? Mir helfen. Warum darf ich dir nicht helfen? Weil es zu gefährlich ist. Schließlich zieht hier ein Wahnsinniger durch die Straßen, der Frauen überfällt. Ich passe schon auf mich auf. Das glaube ich dir gern. Aber mir wäre lieber, du bliebst an einem sicheren Ort, damit ich mich auf den Fall konzentrieren kann, anstatt mir wegen dir Sorgen zu machen. Wie du willst. Entschuldige. Was hast du denn rausgefunden? Etwas Wichtiges. Als ich den Mädchen ein paar Fragen stellte, erfuhr ich, dass eines der Opfer einen Überfall überlebt haben soll und sich anscheinend am Schrottplatz versteckt hält. Weißt du denn das aus sicherer Quelle? Naja, ist nur ein Gerücht. Aber man kann nie wissen. Willst du es nicht nachprüfen? Doch, tue ich auf jeden Fall. Sei vorsichtig. Keine Sorge. Geh du zum Arzt und dann bitte auf dem schnellsten Weg nach Hause. Ich versprech's. Bis später. Und Ida. Ja? Danke für den Tipp. Gern geschehen. Ich lieb dich auch. Aber komisch, dass sie da aus der Dings kam. Von dort kam. Da geht sie auch schon wieder hin. Wahrscheinlich hätte man jetzt spätestens merken, also die Szene haben, kennen sollen, erleben sollen oder sonstiges. Nehme ich mal an. Falls man das nicht schon vorher erlebt hat. Oh, schön, zwei neue Punkte. Was haben wir denn? Wir haben einmal abgebranntes Viertel und Schrottplatz. Gehen wir erstmal zum Schrottplatz, oder? Deshalb sieht. Ist ein Schatten, ne? Sieht nämlich so komisch aus, deswegen. Welcher Blödmann parkt denn hier? Ja, das frage ich mich auch immer. Rein kann ich gar nicht, aber ich kann hier lang. Spannend, wie er so langsam läuft. Ich glaube, ich verziehe mich lieber. Ja, da würde ich mich auch lieber verziehen wollen. Ja, dann bringt das jetzt noch nichts. Dann gehen wir erstmal zu dem abgebrannten Viertel. In der Hoffnung, dass derjenige dann nicht mehr dort ist. Ach, das ist ja das abgebrannte Viertel. Ach jo. Ja, toll. Dann gehe ich zum Park. Hallo. Ich riskiere es besser nicht, nochmal mit dir zu reden. Ach man, hätte sein können. Ach so, den Ring könnte ich mir auch mal angucken. Jo. Ach, das ist denn dort? Willst du jetzt gar nichts mehr hier mit dem Bild machen, ne? Auch nicht mehr, okay. Dann zur zweiten Kapelle bezweifle ich zum Ufer. Dann versuche ich mal mit. Wie hieß die? Jedenfalls nicht Franziska hieß sie, auf jeden Fall nicht. Melina oder so? Irgendwas mit M und A aufhört. Es tut mir leid, Sie nochmal zu stören. Ich möchte mich nur vergewissern, Ja, alle sie Namen heißt richtig Melina. zu haben. Und ich kann es Die leider nicht Vermisste überspringen, heißt oder? Aneshk. Ja. Bei Ach all doch. diesen Namen, die. Mit Leertaste kann ich es überspringen. Okay, gut zu wissen. Der meint ja auch, ich soll mal danach gucken, wegen Kanalisation und so weiter. Vielleicht bringt das ja was. Weil ich fand ja, dass die Stelle, wo die gefunden worden ist, dieses Gitter, sehr seltsam.
Oh, hoffentlich muss ich nie in die Kanalisation. Das wäre furchtbar. Dann sagt er bestimmt wieder, ich will nicht fischen gehen. Mal gucken. Keine Zeit, fischen zu gehen. Yep. Ich hab wichtig. Ja. Hast du in der Gegend herumrennen? Ist auch wichtiger. Vielleicht klappt das ja jetzt mit dem Dissu-Händler. Weil sonst, ja. Sonst habe ich noch die alte Kapelle, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt nochmal hin muss. Es ist faszinierend. Ich lande irgendwie auf dem Desktop, aber die Aufnahme geht weiter. Obwohl ich nichts betätigt habe, gar nichts. Muss ich nicht verstehen. Muss ich definitiv nicht verstehen. Dann geht's mal zum Dissu-Geschäft. Bisschen schneller. Kann ich da rein? Tatsache. Hey, Kubina, machen Sie auf. Ich muss mit Ihnen reden. Was wollen Sie? Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Worüber? Zuerst möchte ich klarstellen, dass ich Ihnen nicht die Mädchen ausspannen will. Ich will nur den Mörder finden, mehr nicht. Und das soll ich Ihnen glauben? Ja. Dann täuschen Sie sich. Niemand tut was, ohne was zu wollen. Mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten. Gut. Ich will tatsächlich was von Ihnen. Aber nicht Ihre Mädchen. Ich höre. Treffen wir ein Abkommen. Ich tue was für Sie, damit Sie sehen, dass ich auf Ihrer Seite bin. Und Sie sagen Ihrem Gorilla, dass er mich in Ruhe lassen soll. Ja. Sie könnten mir in der Tat nützlich sein, MacPherson. Lassen Sie mich raten. Der Bruder des Gorillas. Er sitzt hinter Gittern, stimmt's? Ja. Roman leistet mir nützliche Dienste und vor allem beschützt er die Mädchen. Ohne ihn... Naja, wenn Sie ihn da rausholen, sag ich meinem Gorilla, er soll Sie in Ruhe lassen. Ah, okay, also Roman ist der, der die Mädchen beschützt. Wieso wurde er verhaftet? Ja, ein kleiner Zwischenfall mit der Polizei. Er soll einen von ihnen niedergeschlagen haben. Ganz kleiner Zwischenfall. Mach ich auch täglich. Also immer mit der Ruhe. Warum soll Peter sie in Ruhe lassen? Ich muss mit dem Mädchen sprechen, das er beschützt. Ah, Fladanna? Aha, Fladanna ist also die, die angegriffen worden ist und überlebt hat. Die, die der Kutscher so die toll also findet. Wirklich? Ja, die gibt's. Holen Sie Roman raus. Dann können Sie mit ihr reden. Um ehrlich zu sein, glaubte ich nicht, Sie so leicht überzeugen zu können. MacPherson, wir profitieren beide davon, wenn es Ihnen gelingt, den Täter aus dem Verkehr zu ziehen. Und das Geschäft wieder floriert. Machen Sie sich an die Arbeit. Okay, also ich muss jetzt da jemanden aus dem Gefängnis rausholen. Und ich habe einen neuen Karteneintrag, nehme ich mal an. Das wird das Symbol oben in der Ecke erklären. Ja, ein neuer Karteneintrag. Und dann kann ich nämlich auch auf den Schrottplatz. Dann kann ich dem Kutscher auch sagen, dass Fladanna noch lebt. Zum Glück noch lebt. Ich habe nie kapiert, was das war. Die komische Statue? Ja, du, ich auch nicht. Anscheinend können wir auch dort hinten rein. Ich gehe erstmal hier über den Eingang. Der sieht ein bisschen aus wie der Franzose. Ein Buch. Einer meiner Favoriten. Der Gefangene von Zender. Da ist noch ein... Kann ich noch was nehmen? Nein? 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 Was habe ich jetzt genommen? Irgendwas. Zeitungsartikel. Heldenhafter Polizeibeamter rettet Waisenkinder aus Flammenmeer. Polizeibeamter Kasimir Stasek erhält Polizeiorden für besondere Verdienste. Ludek Beranek, Prager Tageszeitung. Die ausgewöhnliche Tapferkeit und Geistesgegenwärtigkeit eines örtlichen Polizisten rettete das Leben zweier weißen Kinder, die in einem brennenden Gebäude... Blablabla. Als Stasek dort ankam, sah er das in Flammen stehende Gebäude, von dem entsetzten Priester standen. Die Feuerwehr war noch nicht am Brandort eingetroffen, als Stasek erfuhr, dass zwei Kinder... Okay, vermisst wurden. Ich habe zwei Söhne, jeder Vater hätte das gleiche getan, sagt Stasek, der die beiden Jungen zusammengekaut in ihrem Schlafraum fand.
Jungen erlitten leichte Verbrennungen. Alle drei wurden wegen einer Rauchvergiftung behandelt, ja. Okay. Da war aber ein Polizist. Heldenhaft. Schön, Sie wiederzusehen, mein Freund. Ah, Herr McPherson. Was führt Sie her an diesem schönen Ach, Abend? das ist der vom Ufer, Tja, stimmt. ich möchte Sie um einen Gefallen Mit bitten. übergroßen Händen. Das dachte ich mir schon. Was kann ich für Sie tun? Ich wüsste gerne mehr über dieses blaue Auge. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nun kommen Sie schon, Kaz. Was ist denn passiert? Warum wollen Sie das wissen? Ist der Mann, den Sie gestern verhaftet haben, der Ottokars Mädchen beschützt? Ja, das ist er. Das dachte ich mir. Es wäre mir lieber, er wäre frei, denn er könnte mir wertvolle Informationen liefern. Können Sie mir dabei helfen? Das könnte ich. Aber ich würde Sie dann auch gern um einen Ach, Gefallen immer bitten. diese Gefallen. Das ist mir eine Ehre. Und Was kann was? ich für Sie tun? Tja, es ist mir ein bisschen peinlich. Sie können mir vertrauen. Es geht um das blaue Auge, nicht wahr? Ja, an dem Abend, an dem ich Roman verhaftete, merkte ich, dass mir etwas fehlte. Mein Orden. Haben Sie einen Orden? Ja, einen Tapferkeitsorden. Ich habe vor ein paar Wochen mehrere Kinder aus dem Feuer gerettet. Ach, das ist der. Okay. Donnerwetter. Ich wusste seinen Namen Herzlichen leider nicht mehr. Glückwunsch. Danke, danke. Als ich merkte, dass mein Orden weg war, ging ich zurück zu Apollina. Zurück? Hatten Sie sie denn schon zuvor aufgesucht? Das heißt. Sparen Sie sich die Mühe, ich verstehe schon. Sie war es, die ihn mir geklaut hat. Keine Ahnung warum, vielleicht braucht sie Geld. Auf jeden Fall muss ich den Orden wiederbekommen. Meine Frau beginnt Verdacht zu schöpfen. Der Orden ist mein ganzer Stolz, und wenn ich sage, ich hätte ihn auf der Wache vergessen, klingt das nicht sehr glaubhaft. Bitte beschaffen Sie ihn mir zurück. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Ich möchte sie nicht wegen so einer Dummheit verlieren. Beruhigen Sie sich, mein Freund. Ich verschaffe Ihnen den Orden wieder. Sorgen Sie nur dafür, dass Roman freikommt. Vielen Dank, mein Freund. Bis dann. Okay. Ich will aber da noch mal gucken. Also muss ich wieder mit Apollina reden. Ein verschlossenes Tor mit einem Wagen dahinter. Da gehe ich bestimmt nicht durch. Warum nicht? Das sieht aus, als dürftest du das. So, Park. Oh, Lena ist mittlerweile dort. Sie schon wieder. Ich habe keine Zeit für sowas. Dauert nur eine Minute. Mann, sind Sie lästig. Ja, das haben so De Ich habe Ihnen Detektive was an sich. Wichtiges zu sagen. Es geht um Roman. Interessiert Sie das nicht? Und was ist mit dem? Zuerst müssen Sie mir den Orden geben, den Sie Stasek entwendet haben. Und warum wäre ich so blöd, Ihnen den zu geben? Sie geben also zu, dass Sie den Orden gestohlen haben. Ja, der Hund wollte nicht zahlen. Deswegen habe ich ihm den Orden geklaut. Der meint wohl, weil er Bulle ist, kann er sich umsonst vergnügen. Da ist er bei mir aber an der falschen Adresse. Was ist denn genau passiert? Als er kapierte, dass ich den Orden habe, kam er zurück. Er packte mich am Kragen und drohte mir, mich zu verhaften. Roman kam gerade vorbei und griff ein. Er sagte mir, ich solle heimgehen, was ich auch tat. Na, dann erzähle ich Ihnen mal den Rest der Geschichte. Roman wurde verhaftet, weil er Stasek ins Gesicht schlug. Und jetzt sitzt er im Knast. Und was wollen Sie nun von mir? Den Orden? Hat er doch schon mal gesagt? Den Orden. Stasek lässt Roman frei, wenn er seinen Orden zurückbekommt. Verstehen Sie? Ja, ich bin schließlich nicht blöd. Nee, Hören Sie, bezweifle davon ich. profitieren alle. Roman kommt frei, Stasek kriegt seinen Orden wieder und Sie. Und ich habe mich umsonst vögeln lassen. Okay. Ich zahle Ihnen, was er Ihnen schuldet. Einverstanden? Es geht mir nicht ums Geld. Hier, nehmen Sie das Erst verdammte macht Ding sie und so ein verziehen Sie Taram, sich. ja, umsonst vögeln lassen. Und jetzt, es geht mir nicht ums Geld. Nehmen Sie das und. Komisch Kuh. Naja, jetzt haben wir jedenfalls den Orden. Aber wir werden erst im nächsten Part Roman dann befreien. Und ja, bis dann, tschüss, eure Tai.